Gute an alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle neue Video eingeschaltet habt. Hier ist Konso mit Splatoon und das natürlich sehr passend sogar in Farbe und Bunt. So, meine Ausrüstung ist zurzeit der Junior Kleckser, ist natürlich Standard-Stuff, den man ganz am Anfang hat, weiß aber nicht, heißt, dass das schlecht ist. Die Kleidung habe ich geändert, nämlich einmal zur Winterpudelmütze, dann zum schwarzen Rockberg-Shirt und zu den lila Laufschuhen. Die beide die Effekte haben Zähigkeit, Sprungladezeit, das Shirt hat Angriff plus und Verteidigung plus und die Schuhe haben Lauftempo plus und Sprungladezeit plus. Damit ihr ein bisschen über meine momentane Ausrüstung Bescheid wisst und ich würde sagen, nicht so lange schnacken, sondern machen. Wir nehmen direkt an einem Standardkampf teil, hoffen, dass wir schnell eine Lobby finden und dass ich auf dem ersten oder im ersten Match ein bisschen was reißen kann. Ich versuche jetzt positiv zu bleiben von der KD. Oder wenigstens das Spiel zu gewinnen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, Nika, Shoya, Konsumonso, Domi und Japano-Gedöns. Ja, spielen noch ziemlich viele Japaner. Weil ich das Spiel im Mediamarkt jetzt Tage vorher bekommen habe. Die haben es immer vorher rausgestellt. Also immer beim Mediamarkt und Saturn mal vorbeigucken. Die stellen ganz gerne mal Spiele einfach vorher raus, weil es denen einfach, joa, juckt mich nicht. Aber die meisten, die das ja bei Amazon und so bestellt haben, kriegen das ja meistens auch schon einen Tag vorher. Und momentan kommen immer mehr Spieler dazu, die das Spiel also auch außerhalb von Japan haben. Weil gestern zum Beispiel habe ich fast nur Japaner und... ist das Japanisch, Chinesisch, keine Ahnung, Koreanisch. Auf jeden Fall aus der Richtung nur Spieler gehabt. Die natürlich wieder ein bisschen besser spielen, meiner Meinung. Deswegen schätze ich mal, wenn das Spiel dann offiziell in Deutschland raus ist, was in... ich glaube... 15 Stunden oder so ist, dann, yeah, werden da auch Anfänger sein, weil die meisten Spieler, die ich halt getroffen habe, waren jetzt schon Level 15 und so, das heißt, die haben das Spiel schon ein bisschen länger gespielt. Ich gehe jetzt einfach mal in die Base von den Gegnern rein, weil ich dieses Kugelding hier habe, das heißt, die sind kurz unverwundbar, was ich jetzt gerade übelst verkackt habe, egal, ich versuche jetzt möglichst schnell hier vorzukommen, da stelle ich nach oben. Das Ziel des Spiels ist natürlich, möglichst viel einzufärben in deiner Farbe. Und wer am meisten in seiner eigenen Farbe alles einfärbt, hat natürlich ganz am Ende gewonnen. Ist natürlich auch wichtig, wenn du zum Beispiel Leute killst, zum Beispiel den Gegner, den da unten ist, den ich jetzt killen würde, dann platzt der, den ihr gesehen habt, und hinterlässt meine Farbe. So, jetzt gehe ich aber hier schnell wieder hoch. Aber ich muss ja gar nicht zum Spiel viel erklären, weil ich meine, die Leute, die das Video gerade gucken, die wissen schon, auf was sie sich einlassen. Und die erste Frage ist natürlich ganz wichtig. Lieber Konso, was hältst du eigentlich von dem Spiel jetzt letztendlich? Ja, ich muss sagen... Oh, komm, den nehmen wir uns gerade noch, bevor ich anfange zu reden. Dankeschön. Das Spiel ist simpel, aber nicht schlecht. Es ist echt gut. Es macht wirklich viel Spaß. Es kostet auch nur 35 Euro. Also ein bisschen mehr als die Hälfte des normalen Kaufpreises eines Wii U-Spiels. Und meiner Meinung nach auch völlig berechtigt, ja. Es ist ein guter Preis, es macht Bock. Ich spiele auch ohne die Bewegungssteuerung, weil mit der konnte ich gar nicht. Ihr könnt aber natürlich auch mit den Sticks spielen. Leider nicht mit dem Vio Pro Controller, was ich sehr schade finde. Weil ich finde, die Sticks auf dem hier auf dem Gamepad sind ein bisschen weit auseinander. Gefällt mir nicht so gut. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und es klappt. Ist wahrscheinlich auch da, dass ich Xbox Controller gewöhnt bin, mit denen ich immer spiele. Oh, es sieht gerade sogar relativ gut aus. Ja, komm hoch. Ja, komm. Ja. Und wie gesagt, ich kann es pur blind empfehlen. Das ist mal wieder einer der Titel, wo ich sage, Nintendo, sehr gut gemacht. Komm, den ziehen wir uns gerade noch. Wunderbar. So, da rüberwerfen, da wieder hochgehen. Und ich bin wieder stolz, deswegen eine Wii U zu besitzen. So, neben Smash und Mario Kart ist das wirklich mal wieder der eine der Titel, wo ich sage, ja, deswegen lohnt es sich einfach, eine Wii U zu haben. Lasst euch nicht abschrecken von den kindlichen ein bisschen. Ist ein bisschen Jet Set Radio und so weiter. Die deutsche Synchro ist auch nicht immer so geil. Das werde ich aber im nächsten Part, im nächsten Online-Part auch nochmal euch zeigen, was für coole Sprüche, ich glaube, wie war der Spruch? Jo, was krault? Irgendwie sowas. Ziemlich behindert. Oder Mitspritzer. Ja. Ja, das sind so manche Ausdrücke dabei, die ich jetzt nicht so verwenden würde. Läuft. Das habe ich euch zugequasselt. Aber wie gesagt, Kaufempfehlung hundertprozentig. Und wir haben gewonnen. Wunderbar. Erstes Online-Match auf YouTube. Und ich krieg's direkt hin. Ich werde aber jetzt schon mal sagen, falls ich auch mal irgendein Match verliere, werde ich das trotzdem online stellen. Das ist bei mir kein Problem. So, 6-0. Das war mein erstes Match heute und ich bin positiv. Weil letzte Tage war ich, oder gestern, vor 10 Stunden, war ich ziemlich schlecht. Egal, mich freut's. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten
Parts oder nächsten Online-Parts auch andere Waffen ausprobieren, wie den Tintenroller und so weiter. Den habe ich jetzt nur einmal gespielt. Und was ihr auch noch seht, Rank-Kampf gibt es noch nicht. Mir wurde gesagt, dass bei Level 10 irgendwie Deathmatch man spielen kann. Oder dass, wenn ganz viele Online-Spieler Level 10 werden, der rauskommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn jemand mit mir zusammen spielen will, kann er mich gerne hinzufügen. Ich werde meine Nintendo-ID einfach unten in die Beschreibung packen. Ich glaube, die müsste sogar Konsumon sein, wie mein Nick bei YouTube. Aber ich werde es auf jeden Fall reinpacken. Also, wenn ihr Bock habt, mit mir mal zusammen zu spielen, edit mich einfach, würde ich mich freuen. Und vielleicht kann man dann auch mal zusammen irgendwie aufnehmen. Ich muss sagen, ich finde es geil. Ich wollte die ganze Zeit keine Nintendo-Sachen mehr aufnehmen, aber Splatoon hat es mir echt angetan. So, jetzt habe ich euch genug zugebabbelt. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Part von den Online-Matches. Ich werde jetzt ein paar aufnehmen, die direkt hochladen, damit ihr auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommt. Und yeah! Also, wenn euch der Part gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel. Ganz wichtig, schön kommentieren. Was haltet ihr von dem Spiel? Werdet ihr euch holen? Habt ihr Bock, gegen mich zu spielen? Einfach alles in die Kommentare hauen. Und wenn es euch besonders gefällt, könnt ihr es natürlich auch teilen mit euren Freunden oder den ganzen Gedöns. Also, haut rein, bis zum nächsten Part. Euer Konso. Haut rein!